Ich bin Sebbel und heute zeige ich euch, wie ihr für unter 50 Euro an ein Lego Mittelalter Set kommt. Dafür bauen wir das Set 76398 aus der Harry Potter Serie um. Das Set ist dieses Jahr erschienen und ihr bekommt es überall, zum Beispiel beim Einzelhändler eures Vertrauens. Und diese kleine Burg hier könnt ihr damit bauen. Bevor wir zu den Figuren kommen, schauen wir uns das Gebäude an. Es handelt sich um den Torbau einer mittelalterlichen Burg und es ist mir gelungen, einige Funktionen umzusetzen, die man von einem Burgtor erwarten würde. Die Mauer, die an das Burgtor angrenzt, verfügt über Schießscharten und einen Wehrgang mit Zinnen. Der obere Teil des Torbaus ist in Fachwerkoptik gehalten. Von dort aus erreicht man durch eine blaue Tür den Wehrgang. Gesichert wird das Tor mit einer Zugbrücke, die von der Seite aus bedient werden kann. Je nachdem, wie fest man die Teile beim Aufbauen zusammendrückt, bleibt die Zugbrücke auch in der oberen Position stehen. Direkt dahinter befindet sich ein Fallgatter, das in der oberen Position fixiert werden kann und beim Lösen herabsaust. Über der Tür im Obergeschoss finden wir ein kleines Vordach und beleuchtet wird dieser Eingang durch eine kleine Fackel. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, sieht man sofort, dass diese Burg ganz leicht erweitert werden kann. Wenn man durch das Tor in den Burghof kommt, findet man zuerst einen Blumentopf. Für einen Aufgang ins Obergeschoss war leider kein Platz. Hinter der Türe im Obergeschoss findet ihr den Mechanismus für das Fallgatter. Dieser dient gleichzeitig als Tisch, auf dem eine Talglampe brennt. Direkt daneben ist ein Waffenständer mit einem Holzschild und einem Streitkolben. Unter dem Dach des Fachwerkhäuschens wird der Schatz aufbewahrt. Das Modell ist sehr robust und dadurch bestens zum Spielen geeignet. Aber was wäre eine Burg ohne Bewohner? Eine Eule ist sicher schon mal ein guter Anfang und aus den Harry Potter Minifiguren kann man immerhin eine mittelalterliche Figur bauen. Man kann eine junge Ritterin, einen jungen Ritter mit schwarzen Haaren, mit roten Haaren, ein Burgfräulein oder eine Zofe bauen. Wie ihr an weitere Bewohner kommt und an einen Wyvern, der die Burg angreift, zeige ich euch in meinem nächsten Video. Wenn euch die Anleitung für dieses B-Modell interessiert, findet ihr diese auf Fabricable.com. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Habt eine gute Zeit, bis dann!